Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schokibanuki Daily. Heute mit Christian und dem Mastermind of Schokibanuki, dem Marc. Hallo Marc. Guten Tag. Was hast du mitgebracht, Marc? Heute am 28. Februar. Na, wie immer habe ich auch mal ein Geburtstagskind mitgebracht. Mhm. Am 28. Februar hat Brian Jones Geburtstag. Britischer Musiker und Leadgitarrist war er bei den Rolling Stones. Er lebt ja mittlerweile leider nicht mehr. Ja. Er verstarb am 3. Juli 1969 in Hartfield, Sussex. Er hätte Geburtstag heute. Hätte Geburtstag, ganz trotzdem genau. Trotzdem auch. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Großartiges geleistet zu seinen Lebzeiten. Ja. Ja. 28. Februar 1922, da hat Ägypten die Unabhängigkeit erklärt bekommen von Großbritannien. Mhm. Ja. Eigenes Königreich. Trotzdem haben sich die Briten gedacht, ach, hier ist schön warm, hier gibt es den Suezkanal, so alles super. 22 unabhängig, aber sind erstmal bis 1936 da geblieben. Wir hatten uns ja auch gerade erst eingerichtet. Ja, ne? Also das bisschen Sand hier rausgekehrt, ne? Und ja, Wasser und, ne? Also, ja. So, waren sie halt noch da ein bisschen länger, ne? Und dann sind sie dann 1936, haben sie gesagt, ach, ja, Besatzung hören wir mal auf, wir bleiben doch noch ein bisschen da. Ja. Und 1956 haben sie dann geräumt. Aber von 22 bis 56 haben sie noch lange da heimisch gemacht. Aber ist ja schon krass, dass eine Kolonialmacht die Unabhängigkeit erklärt für das eigene Land, was sie selber besetzt haben. Ja, also schon, ja. Mhm. Leiten wir einfach mal über zum Fakt des Tages. Fakt des Tages. Biene Maya ist rein optisch gesehen eine Wespe. Ja. Ne, habe ich mir letztens auch gedacht. Stimmt. Ich dachte so, ach Gott, die Biene Maya. Die ist nicht. Ja. Ist. Stimmt, die Farbgebung, ja. Ne? So, Ring, ja. Ne? Ja, also das ist schon, da haben die also. Ja, bei Wespe Maya verkauft es halt nicht, ne? Die Wespe Maya. Bei Wespe Maya, die fangen die Kinder direkt an zu schreien. Ja, ja nee, gut, Wespen sind natürlich auch erstmal negativ belegt. Ja. Ne? Also Wespen sind ja, die sammeln ja keinen Honig, ne? Nee. Die greifen ja nur an, ne? Ja. Und rauben, das sind ja Raubtiere unter den Flüglern. Ne? Nisten sich in deinem Rollladenkasten ein. Im Rollladenkasten, ja. Letztens bei uns im Baumhaus der Kinder sogar, haben die zwei so Kügelchen gebaut. Okay. Ja. Nun bist du mit so einem Einwegmaler im Anzug vom Baumarkt, bist du dann da hoch und hast... Ohne Scheiß, ich hatte also, es war ja Sommer, ja, ich hatte eine Jacke an, habe die bis oben hin zugezogen, hatte einen Schal, habe die Kapuze übergezogen, also ich war wirklich total vermummt, hatte Handschuhe an, bin dann da so ran. Im Sommer. Und dann Hat geklappt. Hat geklappt, hat ja. Geklappt. Hat geklappt, genau. Dann Grüße an die Wespe bzw. Biene Maya. Bis demnächst, Video Leute. Flip nicht vergessen. Tschüssikowski. Tschö.